So, dann schauen wir uns mal an, wie man diese runde Scheibe häkelt. Man fängt an in der Mitte mit einem magischen Ring, in den 11 Stäbchen kommen. Jede Reihe beginnt mit 2 Luftmaschen, die nicht als Stäbchen zählen, sondern nur für die Höhe sind, aber die werden in der Zählung übergangen. Und jede Reihe wird geendet mit einer Kettmasche. Und wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden. Gehäkelt wird es mit der Omega von Langjans, ein Mikrofasergarn, 130 Meter auf 50 Gramm und mit einer 3,5er Häkelnadel. Ich zeige es euch jetzt aber mit einer dickeren. Baumwolle. So. Ja, diesen magischen Ring. Wir nehmen den Faden auf die Hand. Wie gewohnt. Noch einmal um den Daumen. Häkeln von unten in den Kreis. Ein bisschen länger. So. Festhalten, von unten in den Kreis gehen, einmal den Faden durchziehen und mit einer Luftmasche sichern. Das ist der magische Ring. Wenn ich es hier festhalte, kann man den zusammenziehen und man kann ihn auch wieder auseinanderziehen. Nochmal. Also wenn man den Faden so, wie ihr es halt immer macht, so auf die Hand nimmt, entweder um den Daumen wickeln und festhalten oder ihr könnt ihn auch einfach so zu einer Schlinge legen. Bisschen größer, so. So zu einer Schlinge legen. Bisschen festhalten, von unten durch die Schlinge. Den Faden einmal holen. Und mit einer Luftmasche sichern. Fertig ist der magische Ring. Jetzt kommen in diesen magischen Ring 11 Stäbchen. Eins. Ich umhäkel den Endfaden gleich mit. Zwei. Wir können uns 1, 2 in die erste obere Masche einen Marker einhängen. Dann wissen wir auch wirklich, wo der Kreis wieder zu Ende ist. 1, 2. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wo der Marker drin hängt, 11. Wir ziehen am Faden. Schließen diesen Kreis. Geschlossen wird das Ganze jetzt hier mit einer Kettmasche. Marker kommt raus. Kettmasche ist durchziehen.
Jede Runde wird gestartet mit 2 Luftmaschen für die Höhe. Die zählen aber jetzt nicht als erstes Stäbchen. Das war die erste Runde. Jetzt kommt Runde 2. Das heißt, wir zählen jetzt immer bis 2. Das heißt, jede Masche wird verdoppelt. Also immer bis 2 zählen. Das zählt nicht. Wir starten gleich in das erste Loch hier unten rein. Eins, dann in die gleiche Masche, 2. Wir sind in Runde 2, wir zählen immer bis 2. Und in jeder Runde werden immer die ersten beiden Maschen, die erste verdoppelt. Das heißt, die ersten beiden Stäbchen kommen immer in das erste Loch rein, in die erste Masche der Vorrunde. Wir zählen weiter bis 2. Also immer 1, 2 kommt in die gleiche Masche. 1, 2. Eins, in die gleiche, 2, immer 2 Maschen in die gleiche Masche der Vorrunde. Und das ist dann der Trick bei dieser Art von Kreis. 1, 2 ist immer die Verdopplung und dann kommen entsprechend die Maschen, wie der Kreis uns das vorgibt. Das erkläre ich euch gleich in der nächsten Runde. Jetzt zählen wir erstmal immer bis 2. Das ist eine Masche drin, jetzt kommt die zweite. 1, 2, 1, 2. Wieder. 1. Und die nächste wird verdoppelt. 1, 2, 1, 2, nächste Masche. 1. Hier rein. 1. Zwei. Nachdem jetzt jede Masche verdoppelt wurde, haben wir jetzt dann 22. In der Runde 2 zählen wir immer bis 2. 1, 2. So. Das ist ja, das sind diese ersten 2 Steigeluftmaschen. Und dann sehen wir hier immer diese Vs, dieses Verdoppelungs-V. Ne? Hier sehen wir das. Ein V, hier ist ein V, hier ist ein V und diese 2 ersten Luftmaschen, die nicht zählen. Und in diese oberste Masche von dem V, das ist hier diese Schlinge, Masche 1 von diesem ersten V, da oben schließen wir jetzt die Runde mit einer Kettmasche. Durchziehen, durchziehen. Das war jetzt Kreis Nummer 2. Jetzt kommt der Kreis Nummer 3. Das heißt, wir zählen bis 3. Steigeluftmaschen, die nicht zählen. Der Zähler 1 und Zähler 2, Stäbchen 1 und Stäbchen 2, kommen immer in die gleiche Masche. Rundum immer 1, 2 bildet immer ein V. 1, 2 ist immer ein V. Und 3 ist dann praktisch die Einzelmasche. Also, gleich wieder hier. In dieses V, in die erste Masche vom letzten V, kommt 1, 2. 1 und 2
dann kommt Masche 3. 3 steht dann alleine, weil immer nur 1, 2 die Verdoppelung ist. Kreis Nummer 3, wir zählen bis 3. Dann fangen wir wieder von vorne an. Also 1, 2 hat wieder den gleichen Platz. 1, 1, 2 bildet das V und 3 steht wieder alleine. Das machen wir die ganze Runde lang. Jetzt kommt wieder 1, 2. Das ist vom darunterliegenden V die erste Masche. Da kommt immer bei allen Kreisen die Verdopplung rein. Das zieht sich dann wie so eine Diagonale nach oben. Also 1, 2, 1 und die Nummer 2 in die gleiche. 1, 2 ist ja immer das Pärchen. Und 3, das ist nämlich dann diese Eselsbrücke, um einen flachen Kreis zu kriegen, wenn man nicht mehr weiß, mein Gott, wo war ich denn? Wie viel muss ich verdoppeln? Wie viel habe ich schon? Immer 1, 2 in die gleiche Masche. 1, 2 bildet das V und die 3 steht dann alleine. Wieder. 1, 2 und die 3. Eins, zwei und die 3 steht alleine. Eins, zwei und die 3. steht allein. Eins, zwei bildet ein V und die 3. Eins, zwei, ein Knoten. Eins, zwei bildet das V. Das ist auch gleich im der ersten Masche vom V der drunterliegenden Reihe. Und die 3. steht alleine. Wenn euch das zu schnell geht, könnt ihr ja die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos runtersetzen. 1, 2. Und wenn es euch zu langsam geht, könnt ihr es hochsetzen. Nochmal. 1, 2. Ein Pärchen. Eine Verdoppelung und die 3. steht alleine. So, das waren wieder diese Steigeluftmaschen, die nicht zählen. Dann schauen wir uns das erste V an. Das sind die beiden oben liegenden Maschen von diesem drunterliegenden V und in diese erste kommt dann diese Kettmasche rein. Zum Schließen der Runde. Da liegt es schön flach. Jetzt kommt Runde 4, Runde 1, Runde 2, Runde 3, Runde 4. Das heißt, wir zählen bis 4. Zwei Steigeluftmaschen, die nicht zählen. In das erste Löchlein hier gleich, diese erste Masche, kommt wieder 1, 2. 1, 2 ist immer das erste V, das erste Pärchen. Ups. 1, 2. Wenn es euch lieber ist, könnt ihr auch hier 1, 2 den Marker einhängen, damit ihr sicher seid, wo ihr dann die Runde mit der Kettmasche schließen müsst. Also wir haben gesagt, Runde 4. 1, 2, 3, Runde 4. Wir zählen bis 4. 1 und 2 ist immer das Pärchen.
3 steht allein. 4 steht allein. Dann kommt wieder 1 und 2, ein Pärchen. Ein V. 1 und 2. 3 steht allein. 4 steht allein. Eins und zwei wird ein Pärchen. 3 steht allein. Und 4 steht allein. Und nach diesem Prinzip geht es in jeder Runde so raus. Das geht immer so weiter. Wenn man genau hinschaut, sieht man jetzt hier diese Startlinie, die aber dann wirklich im Großen und Ganzen verschwindet. Also in der 5. Runde ist dann auch wieder, sind diese 2 Steigerluftmaschen. Das erste V sind 1 und 2 und dann steht Masche 3, 4 und 5 allein. Dann wieder ein V, 1 und 2, 3, 4 und 5 steht allein. Das geht in jeder Runde so weiter bis hier zur 10. Runde. Da ist auch, sind diese 2 Steigerluftmaschen. Dann das erste V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stehen alleine dann. Dann kommt wieder dieses erste V. Immer in das V der Vorreihe. 1, 2 und dann zählen wir bis 10. 3 steht allein, 4 allein, 5 allein, 6 allein, 7, 8, 9, 10 allein. Und dann wieder das V. 1, 2 und dann zählen wir weiter bis 10, die dann wieder alleine stehen. Das ist das Prinzip, dann könnt ihr flache Scheiben häkeln mit einem Durchmesser, wie er euch gefällt, auch für einen Teppich am Boden. Und es liegt immer wunderbar flach. Und man muss nicht überlegen, oh, welche muss ich jetzt verdoppeln, welche nicht. Immer Masche 1, 2 wird verdoppelt und die restlichen Maschen entsprechend der Runde stehen allein. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und viel Spaß beim Ausprobieren. Servus!